God, no, please, no, no. Nein, Scherz am Rande. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hearthstone-Freunde. Neue Episode Hearthstone mit mir, dem Lean, und zwar diesmal im Standard-Modus. Ja, mal wieder eine Standard-Episode nach langer Zeit. Ich habe sehr, sehr viel im Wild aufgenommen. Ich weiß, ihr habt noch nicht so viel gesehen. Da müsste gerade das dritte Video oder so rausgekommen sein. Also ich habe noch 4 Stück oder so vorproduziert. Die kommen dann die nächsten 4 Tage für euch. Ja, was ist passiert? Wir haben heute den 19.10.2018. Und ich glaube, heute oder gestern, heute Abend, wurden hier die Karten genervt. Deswegen habe ich ja so viel Wild gespielt und habe Aviana noch richtig ausgekostet. Und ja, das ist passiert, Leute. Ich weiß nicht, ob gestern oder heute. Wie gesagt, heute ist der 19.10. Und wir haben ja auch Schlotternächte-Events, so wie ich das sehe. Und es gibt ja auch das Nervo-Spuk-Paket. Ich glaube 19 Euro irgendwas. 19,99 Euro für 10 Pakete und den tollen Heldenskin. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich versuche ja schon so gut es geht mit meinem Geld zu haushalten und mir nicht so mega viele Kartenpackungen zu holen. Aber etwas Geld investiere ich schon in dieses Spiel. Einerseits, weil ich grundsätzlich ein sehr sparsamer Typ bin und ja, ich sag mal so, man gönnt sich ja sonst nichts. Und bei mir kommt ja auch noch dazu, ich mache ja auch die Videos für euch und was bringt es, wenn ich dann Hearthstone Free-to-Play spiele und gar nicht wirklich viele Karten oder gar nicht wirklich viele Decks mit euch zusammen bauen kann. Das wäre natürlich sehr, sehr ungünstig und blöd. Und deswegen ist es für mich schöner. Dann kann ich das Spiel in volleren Zügen genießen. Und für euch ist es als Zuschauer auch schöner. Denn dann kann ich immer auch die neuesten Decks mit euch testen und mir angucken. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich versuche es aber doch ein bisschen einzuschränken, weil so dicke bin ich dann auch nicht. Und aber so Angebote, finde ich, kann man ruhig mal machen, weil die Kartenpackungen kriegt man dann schon günstiger als sonst. Ansonsten gibt es auch Alternativen wie Amazon Coins, also das kann ich auch nur empfehlen. Habe ich aber bis jetzt nur einmal gemacht und das auch schon sehr lange her. Wäre mal an der Zeit, dass ich mir das nochmal ansehe. Falls euch das mal interessiert, dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt, ob euch das interessiert, ob ihr das mal sehen wollt, wie das mit den Amazon Coins abläuft, weil ich weiß, dass sich da viele nicht dran trauen. Also ich kenne wirklich viele Leute, die Hearthstone spielen und die sich auch zwischendurch mal Packs holen. Aber die meisten holen sich die Packs dann doch hier im Spiel, so wie ich das jetzt gemacht habe. Und nur die wenigsten holen sich das über Coins. Wobei man da auch richtig viel Geld sparen kann. Aber so viel Erfahrung habe ich da ehrlich gesagt auch nicht, weil ich versuche das auf diese Sonderangebot-Pakete zu beschränken. Aber das kann ja jeder so machen, wie er mag. Also ich habe durchaus Verständnis dafür, für Leute, die wenig Zeit haben, die sagen, ach komm, ich gönne mir jeden Monat hier ein dickes Pack-Opening. Kann ich genauso nachvollziehen, wie Leute, die sagen, ach, ist Free-to-Play-Spiel, ich gebe da keinen einzigen Cent für aus. Und ja, beides hat so eine Existenzberechtigung. Ich für meinen Teil versuche da so eine Waage zwischen zu finden. Ab und zu ist okay, aber man muss halt auch, wie bei allen Dingen, das ist ja die Krux an den Free-to-Play-Spielen. Man kann es umsonst spielen, aber man kann natürlich auch wahnsinnig viel Geld reinpumpen, wenn man das dann möchte. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man dann nicht in die Verlockung rein verfällt und da halt mehrere hundert Euro immer wieder nachpumpt und so.
Aber wer kann, wem das nicht wehtut, kann das natürlich auch sehr gerne tun. Da hatte ich eine goldene seltene, das ist sehr, sehr geil. Das bedeutet Staub für mich. Und epische Karten nehme ich natürlich auch immer sehr gerne mit. Golden. Ja, alleine dieses Thema Geld ausgeben oder nicht Geld ausgeben, Kartenpacks kaufen oder nicht Kartenpacks kaufen, da kann man schon Stunden drüber diskutieren und da wirst du 100 Spieler in einem Raum und dann gibt's da 3, 4, 5 verschiedene Meinungen. Ja, letztendlich jeder wie er mag, ne? Jeder wie er mag und jeder wie er kann. Ich bin da auch recht offen und eigentlich sehr neutral. Wie gesagt, ich habe mich da auch auf der Gamescom schon mit vielen Leuten drüber unterhalten. Und da gibt es wirklich so die eingeschworenen Leute, die echt keinen Cent dafür ausgeben wollen. Und sagen, ja, ich erspiele mir alles. Und da gibt es die Leute, die sagen, ey, ich habe keine Zeit. Ich kann da nicht den ganzen Tag Arena grinden, um mir da Packs zu holen. Dafür habe ich einfach zu viel Real-Life-Arbeit oder andere Hobbys oder wie auch immer. Keine Zeit, keine Lust. Ich möchte von Anfang an möglichst viele Karten haben. Ja, wie auch immer. Also ich glaube, es waren doch ein paar epische dabei. 5, 6 Stück. Da ist die Ausbeute doch mal ganz, ganz nett. Gucken wir mal. Oh, 1185 Staub. Nice, nice, nice. Das ist mehr, als ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Ich weiß, auch hier, kleiner Tipp am Rande. Es wird immer wieder von allen empfohlen, drückt nicht auf den Entzaubern-Button, wartet, bis dass die Karten irgendwie genervt werden oder was, da kriegt man mehr Staub wieder, aber ja, ich bin da zu ungeduldig für. Ich bin da ehrlich gesagt zu ungeduldig für. So, Geisterstunde. Goldene Karten, da trenne ich mich grundsätzlich von. Ich habe irgendwann mal festgestellt, also ganz am Anfang wollte ich alle Karten auf Gold haben. Aber wenn man ganz realistisch die Sache betrachtet, boah, geil. Ich glaube, den habe ich durchs Halloween-Event bekommen. Das sind 400 Dust in die Pens rein. Ja, habe ich dann irgendwann festgestellt, ey, das werde ich nie im Leben erreichen. Ich werde nie im Leben erreichen, alle Karten auf Gold zu besitzen. Dafür musst du so viel Geld und so viel Zeit in das Spiel reinpumpen, dass das für mich nicht möglich ist. Vielleicht gibt es Leute, die das echt schaffen, alle Karten auf Gold zu sammeln, aber es kommen ja auch immer wieder neue Expansion raus und so weiter und so weiter. Ich finde es generell schwer, alle Karten aus diesem Spiel zu besitzen. Ja, das ist schon fast unmöglich, finde ich. Das ist aber ein Ziel, was ich mir immer noch gesteckt habe. Noch schwieriger wird es halt, wie gesagt, alle Karten auf Gold. Also ich glaube, da gibt es niemanden, der das hat. Vielleicht irgendwelche super bekannten, super erfolgreichen Streamer, die vielleicht auch Karten gesponsert kriegen von ihren Werbetypen oder was. Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Da weiß ich jetzt nicht, ob sowas gibt. Aber ich kann mir schon vorstellen, mit den Donations, dass da manche Streamer durchaus mehr goldene Karten haben, als jetzt so ein kleiner Fisch wie ich oder der Otto Normal Hearthstone-Spieler wie ihr. Ne? Dementsprechend, ja, wie gesagt, dann habe ich irgendwann mal, ich meine, die alten Hasen, die schon länger meine Videos schauen, die werden sich daran erinnern können, habe ich irgendwann mal einen Ratsch gekriegt und habe gesagt, hey, komm, ich mache jetzt alle goldenen Karten kaputt. Und dann hatte ich irgendwie 8000 oder 9000 Dust und habe mir erstmal ein paar legendäre Karten gegönnt, die ich schon immer haben wollte. Ja, und ich nutze gerade beim Gelaber so die Gelegenheit und blätter hier so ein bisschen durch und gucke gerade, während ich davon spreche, ob ich noch irgendwo goldene Karten habe, die ich dusten kann. Mache ich natürlich nicht mit legendären goldenen, wo ich die normale nicht habe.
Aber auch da habe ich schon einen Trick festgestellt, wenn man alle legendären Karten hat. Wenn man alle hat. Und man holt sich 20 oder 30 oder 50 Packs oder wie viele, ist ja egal, auf jeden Fall ein Batzen Packs. Dann ist ja die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da ein, zwei Legendaries drin sind bei so einem Batzen Packs. Und wenn man dann die goldene Legendary disenchantet und dann die Packs öffnet, dann kriegt man die auf jeden Fall diese Legendary als normale Karte wieder in die Sammlung. Das ist auch really good to know. Habe ich vorher nicht gewusst und den werde ich natürlich auf Gold behalten. Da wäre ich blöd, wenn ich den disenchanten würde. Könnten wir auch noch mal eine Reihe von machen. Habe ich auch schon länger nicht mehr gespielt. Ja, auf jeden Fall ist das auch gut zu wissen. Denn so kriegt man natürlich jede Menge Bonusstaub. Ich habe jetzt zum Beispiel bei dem aktuellen neuen Set, habe ich glaube ich drei oder zwei oder drei Golden Legendäre hier, den Mechasoon. Ja, also wenn ich jetzt nochmal hier Dr. Bums Geheimlaborkarten aufmachen würde, könnte ich vorher den Mechasoon disenchanten, weil ich halt alle Karten habe aus diesem Set. Und bekomme den Mechasoon auf jeden Fall in normal nochmal. So, und das hier ist der Meerriese aus dem Klassik-Set. Das wäre natürlich schön, wenn ich die Isera und die beiden dusten könnte. Da wäre so viel Staub, was ich kriegen würde. Aber es macht natürlich keinen Sinn, eine goldene zu entzaubern, um die normal wieder zu zaubern. Weil ich möchte ja alle Karten irgendwann mal haben. Das wäre schon mein Ziel. Und ja, ist nicht einfach. Wie auch immer. So, Standardkarten. Fertig. Was machen wir denn heute? Was machen wir denn heute? Was machen wir denn jetzt für ein Deck zusammen? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch nicht, was ich mit euch in der nächsten Episode mache. Ja, das war auf jeden Fall erstmal das Pack-Opening von mir. Ich bin ja momentan im Wild-Modus Rang 5 geworden, im Standard-Modus Rang 12. Jetzt, da die Aviana genervt worden ist, kann ich natürlich mein liebes, schönes Deck, was ich so die letzten Tage gefeiert habe und wo ihr noch, wo auch noch jede Menge Videos kommen werden in meiner wilden Playlist, wen das interessiert. Tja, goodbye. Ich denke nicht, dass das Deck noch funktionieren wird, aber auch das werde ich testen, bevor ich mich von dem Deck verabschiede, für die, die es interessiert. Ja, Aviana, 10 Mana. Werde ich so nicht mehr spielen können. Nur wenn man einen Coin auf der Hand hat oder halt Anregen einbaut. Und dann muss man auch nur Anregen auf der Hand haben. Ah, und die Melone zieht Aviana nicht mehr. Also halt entweder Aviana oder Kuhn. Und ihr habt es gesehen in meinen wilden Episoden, die schon kamen und in denen die noch kommen. Es gibt durchaus stärkere Decks als dieses hier. Und ich glaube, dass das sogar vor dem Nerf schwierig war teilweise. Und jetzt mit dem Nerf, ja. Ich glaube nicht, dass man das noch großartig sehen wird. Zumindest nicht in dieser Form. Lange Rede, kurzer Sinn. Im Standardmodus, da habe ich mich jetzt schon länger nicht mehr mit befasst. Aber ich denke, dass der Shadow Walk immer noch gut ist. Dass der Togwoggle immer noch gut ist. Und ich glaube auch, dass der Token Druid noch ganz stark ist. Even Shami ist noch stark. Odd Rogue wird noch stark sein. Tempo Mage wird. Ist natürlich auch ein bisschen genervt durch den Wurm, aber das gucken wir uns alles an. Vielen, vielen Dank. Ich bin euch wirklich sehr, sehr dankbar für euren Support. Ja, ist ja richtig Leben hier mittlerweile in der Bude. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die ganzen Kommentare, für die Likes. Ich weiß, im Moment bin ich ein bisschen hinterher, die Kommentare zu beantworten. Da komme ich leider nicht immer zu, weil ich auch noch andere Sachen zu tun habe, viel Real Life habe
und viel um die Ohren und dann komme ich leider nicht immer dazu, die Kommentare zu beantworten. Aber ich versuche natürlich, die ganzen Kommentare zu beantworten und ich werde auch wahrscheinlich nochmal ein Lean kommentiert Kommentare machen. Es wird mal wieder Zeit. Habe ich früher vor ein paar Wochen noch regelmäßiger gemacht. Jetzt ist wieder ein bisschen eingeschlafen, aber ich habe es geplant. Ich hoffe, ich will auch nicht zu viel versprechen, aber das wird bestimmt kommen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.